Es ist in beiden Clubs geplant, dass Horst Held das in Schalke zu Ende führt und ich das in Mainz mache. Es ist nicht verboten, dass wir uns zwischendrin vielleicht nochmal austauschen über gewisse Dinge. Alles andere wäre auch Quatsch. Ich störe mich so ein bisschen dran, dass das teilweise kritisch gesehen wird, weil man ja indirekt immer fordert, es müssen irgendwo Leute beurlaubt, entlassen werden. Hier haben wir den klaren Umstand, Horst wird seinen Vertrag bei Schalke 04 ganz normal erfüllen. Ich finde, dass es sauberer nicht möglich ist. Aber Fakt ist, natürlich werde ich mich auch damit befassen, was in Schalke passiert. Aber so richtig los geht es ja dann einfach ab Mai. Also es wäre natürlich Quatsch, jetzt zu behaupten, dass ich mich ab, wenn die Saison rum ist, nicht mit der Zukunftsplanung von Schalke beschäftige. Das glaubt mir doch eh keiner.